So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück beim FC Bayern München. Ja, Freunde, wir haben im letzten Spiel gegen Mainz 05 einen weiteren Sieg einfahren können, stehen mit 29 Punkten hinter Borussia Dortmund auf Platz 2. Für diejenigen, die jetzt erst einschalten, wir stehen vor unserem 13. Spieltag gegen den VfB Stuttgart, sind noch überall vertreten im nationalen Pokal, DFB-Pokal natürlich. Jetzt in der dritten Runde gegen den SC Freiburg. Und auch in der Champions League läuft es wirklich sehr, sehr gut für uns. Wir haben im ersten Spiel gegen Zagreb 3 zu 1 gewonnen, im zweiten gegen Porto 5 zu 0 und gegen Petersburg 3 zu 0 gewonnen. Dann die Rückspiele gegen Petersburg haben wir da 5-1 verloren. Richtig unglücklich gewesen. Obwohl wir da zu Hause gespielt haben, weiß auch nicht, was, sagen wir, irgendwie einen schlechten Tag erwischt. Dafür dann wieder gegen Zagreb 3 zu 1 gewonnen. Und jetzt im letzten Spiel müssen wir dann nochmal gegen den FC Porto. Wir stehen auf Platz 1, können damit völlig zufrieden sein. Wir haben 15 Tore erzielt, 7 Gegentore, also die wenigsten Gegentore bekommen hier mit 7. Und ja, also von den Punkten her kann auch nichts mehr passieren. Wir werden als Tabellenerster ins Achtelfinale hier einziehen. Genau, so ist der Stand der Dinge. Und ja, dann gucken wir noch mal ganz kurz natürlich auf unsere Mannschaft drauf hier. Wir spielen jetzt gegen den VfB. Da wollen wir mal gucken hier. Eigentlich wollten wir ja das System nicht mehr ändern. Erstmal jedenfalls nicht, weil es momentan wirklich gut läuft mit diesem System. Deswegen werden wir das auch erstmal so beibehalten. Ja, Stuttgart spielt mit einer Viererkette, einen Defensiven, einen Zentralen. Da hat man natürlich auch ein paar Lücken hier, ne? Definitiv. Hier ist auf jeden Fall eine Lücke. Die Davi wird natürlich ein bisschen weiter mit nach hinten gehen, schätze ich mal. Aber soll natürlich auch mit nach vorne gehen. Ansonsten hätte man ihn ja gleich hier hinten hinstellen können, ne? Ja, ich denke, wir gehen auf jeden Fall mit diesem System in das Spiel rein. Ja, also hier sieht man nochmal die Elf, die gegen Mainz gespielt hat. Stuttgart, wo stehen die denn jetzt gerade hier? Tabellen 13. Ja, das heißt, wir könnten auch mal wieder ein bisschen rotieren. Wir hatten jetzt noch 3 Tage bis zum Spiel. Da können wir ja erstmal hingehen und dann sehen wir ja. So, zweite Mannschaft ist alles in Ordnung soweit. Einmal alles durchgehen. Hier wachsen auf jeden Fall ein paar Megatalente ran. Er gefällt mir richtig gut hier. Sven San José Justo, 16 Jahre jung. Eine Frohnatur auch noch. Mensch, Leute, das wäre doch einer, ey. Na, 68 hat er schon. Wir haben ja noch Knauf hier, ne? Der hat eine 73. Ist aber nicht aus der Bayern-Jugend, ne? Also da werden wir auf jeden Fall mal Ende der Saison mal schauen, ob man den schon direkt mal rüberholt. Der hätte ja jetzt noch 2 Jahre, glaube ich, in der Jugend. Wir können ihm ja auch mal Trainingsziele geben, ne? Rechtsaußen, auf jeden Fall Torriecher. Flanken ist er schon ganz gut. Auf jeden Fall Passspiel kann er noch ein bisschen was machen, ne? Und Schnelligkeit ist er auch schon sehr gut. Volleys und Fernschüsse. Ja, machen wir das Ganze mal auf 70. Ja, so passt das. Dann bin ich mal gespannt, was er da noch, wie er sich noch entwickeln wird im nächsten halben Jahr bis zum Saisonende. Auf jeden Fall gefällt er mir richtig gut hier schon, ne? Auf jeden Fall einer für die erste Mannschaft zum Entwickeln auch, ne? Ein 4-Sterne-Talent, eine Frohnatur. Was will man da noch mehr?
Den muss man rüberholen eigentlich. Okay. Teamdynamik. Können wir noch mal ein paar Gespräche führen oder eher weniger? Sieht nicht so prall aus. Vidovic können wir noch mal loben. Und dann haben wir schon alles ausgeschöpft hier. So, wie sieht das eigentlich hier aus? Ja, Budget, wissen wir ja alle, stehen wir gut da. Auslaufende Verträge. Gnabry, Pavard, Hernandez, Martinelli, Nianzou, aber jetzt schon? Oh! Ja, mit Martinelli das Thema hatten wir ja erst. Und Gnabry, da wollten wir erstmal gucken, ne? Hat aktuell so ein bisschen Formtief, würde ich mal so sagen. 15 Spiele, 2 Tore nur gemacht. Kommt aktuell nicht so wirklich an Coman vorbei. Der mir da auf rechts wirklich viel besser gefällt aktuell. 40, 24 Spiele gemacht, 15 Tore gemacht schon. Allein in der Liga 7 Tore in 9 Spielen. Deswegen aktuell ist er da nicht wegzudenken. Ja, ich will natürlich Gnabry ungern verkaufen. Ist natürlich auch ein deutscher Nationalspieler, ganz klar. Er muss beim FC Bayern spielen, finde ich. Aber von ihm muss einfach ein bisschen mehr kommen. Er muss Coman da auf rechts ruhig ein bisschen mehr Druck machen. Und dann wird er auch natürlich seine Einsätze kriegen. Ja, hatte jetzt erst 3 Spiele in der Liga, 1 im Pokal und dann international halt. Ja, schmerzt irgendwie schon ein bisschen, ne? Aber gut, vielleicht kriegen wir ihn ja wieder auf das Level, ne? Also ich denke mal schon, dass er auf jeden Fall eine Vertragsverlängerung bekommt, wenn er es denn möchte. Aber wir warten noch ein bisschen damit. Jo, das ist der Plan auf jeden Fall. So, Tell haben wir ja auch verpflichtet, ne? Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Wird natürlich erstmal, denke ich, in der zweiten Mannschaft beginnen, sozusagen. Aber natürlich langfristig würde ich den schon gerne bei mir in der ersten aufbauen, weil ich habe ihn in einer privaten Karriere auch schon mal geholt. Ich glaube, ich hätte das auch schon mal erzählt. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass er sich da so stark entwickelt. Naja, mal gucken. Mal gucken. Ist ja noch ein bisschen Zeit. So, jetzt gehen wir erstmal weiter, bevor ich mich hier ja wieder festquatsche. Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal bei euch allen bedanken für den ganzen Support und dass ihr meine Videos immer fleißig schaut. Ich jetzt aber hier Cavani-Wechsel zum FC Brügge. Ablösefrei. Mensch, da haben sie einen guten Transfer getätigt hier, ne? Der Uruguayer mit 35 Jahren, immer noch natürlich einer der Spitzenstürmer. Ja, konnte natürlich an seine Leistungen bei Paris nicht mehr anknüpfen in England. Ne? Aber ich denke, für Brügge, Belgien wird es noch reichen. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich möchte mich nochmal bedanken bei euch, dass ihr meine Videos immer so fleißig schaut und freut mich auf jeden Fall sehr, das immer zu sehen. Und ich bemühe mich auch, dass immer mal wieder Videos oder wieder regelmäßiger Videos kommen. Ja, ich hoffe, dass ihr fleißig am Start bleibt. Ne? Und jetzt haben wir hier Vidovic zum Fußballer des Monats gewählt. Das ist natürlich ja, schön für ihn, freut mich auch, hat sehr stark hier begonnen. 15 Spiele, 11 Tore gemacht. Na gut, hier steht es 8 Tore. Weiß nicht, warum da 11 steht. Aber okay, auf jeden Fall hat er stark begonnen hier, ne? Muss man ihm lassen. Bin ich auch mal gespannt auf seine Entwicklung, was da passieren wird. Und natürlich auch auf Waldschmidt, der ja immer noch ein bisschen hinterher geiert, sozusagen, ne? Hinter Lewandowski ist immer noch. Verliert auch irgendwie an Stärke, habe ich das Gefühl. Da müssen wir echt gucken. Noch kein Tor in der Liga. Ah, mal sehen. So, jetzt das Spiel gegen Stuttgart. Also, wir wollten
ein bisschen rotieren, auf jeden Fall. Das heißt, Tolisso wird auf jeden Fall seine Chance bekommen, neben Sabitzer im zentralen Mittelfeld. Goretzka ist ja noch verletzt. So, Sané, den packen wir wieder von Anfang an. Martinelli hat jetzt, glaube ich, zwei Spiele gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Gnabry wird von Anfang an beginnen. Ja, Scott könnten wir eigentlich auch mal bringen, ne? Ja, Scott bringen wir jetzt auch mal für Sabitzer. Machen wir jetzt einfach mal. Vidovic nehmen wir mit. So, Musiala, Upamecano, da können wir Nianzuma reinbringen. Siebert würde ich aber dennoch dann rausholen. Da können wir Pavard reinstellen. Pavard. Und natürlich Davis wieder auf links. So, jetzt haben wir, glaube ich, einmal komplett durchgewürfelt hier. Manuel Neuer geht wieder ins Tor zurück. Jetzt können wir doch wieder Gespräche führen. Komisch. Aber nichts Besonderes hier. Florian Müller, du hast gut trainiert. Gutes Spiel gemacht gegen Mainz, obwohl er zwei Gegentore bekommen hat. Aber trotzdem, man muss ihn ja jetzt auch mal langsam sozusagen aufbauen, dass er dann vielleicht irgendwann auch die Nachfolge von Manuel Neuer antreten kann, ne? Hätte ich schon gerne, dass er das macht. Deswegen mal gucken, wie weit wir ihn kriegen. 10 Spiele gemacht bisher. Gar nicht mal so schlecht. So, Thomas Müller würde ich gerne nochmal mitnehmen. Kimmich geht raus. Musiala wird auf jeden Fall von Anfang an spielen. So, Villas hat noch ein Talent entdeckt. Sehr schön, den übernehmen wir natürlich auch noch. Kimmich kommt nicht zum gemeinsamen Abendessen. Viele seiner Kollegen reagieren etwas verschnupft. Das ist nicht gut für die Atmosphäre im Team. Mensch, was machst du denn da? Was machst du denn da, Herr Kimmich? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in das Spiel gegen Stuttgart, Freunde, zu Hause am 13. Spieltag. Leroy Sané, 1-0, 2-0. Oh, Doppelschlag gleich. Nach 19 Minuten führen wir hier schon mit 2-0. Sané, starker Auftritt. Doppelpack gemacht. 20 Spiele, 6 Tore. Auch einen guten Notendurchschnitt hat er. Sané gefällt mir schon sehr gut diese Saison, muss ich sagen. So, 2-0, auf jeden Fall sehr nices Ergebnis zur Halbzeitpause. Unverändert in die zweiten 45 Minuten. 60 gespielt und jetzt würde ich gerne nochmal auswechseln. Sabitzer für Tolisso, der hat die gelbe Karte bekommen, wollen wir keine rote riskieren. Und Vidovic wird vorne seine Minuten bekommen. Auch Thomas Müller wird reinkommen für Musiala. Das passt. Christopher Scott macht auch mal wieder ein Tor zum 3:0 und Vidovic schlägt noch einen drauf in der 90. Macht auch wieder sein Ding durch eine Vorlage von Sabitzer. Die beiden Einwechselspieler. Ja, passt. Wir gewinnen das Spiel mit 4:0. Alles andere wäre auch eine Enttäuschung gewesen eigentlich. Zu Hause. Und ja, Sané, für mich bester Mann auf jeden Fall. Zwei Tore gemacht. Davis sehr stark gespielt. Auch Baku auf rechts. Hat sich ja auch gut reingefunden bei uns. Riedle Baku. Auf jeden Fall. Klasse Spieler. Lewandowski mit einer Vorlage. Und Christopher Scott und Vidovic haben sich ja auch mal belohnt und ihre Tore gemacht. Die anderen Ergebnisse: Dortmund-Hoffenheim trennen sich 4:3. Also die Dortmunder weiterhin vorne auf Platz 1. Haben sich dann doch noch den Sieg hier ergattert, sozusagen, in diesem Spiel. Leipzig, Gladbach
2 zu 0, Wolfsburg-Leverkusen 1 zu 1, Köln-Hertha 1 zu 0, Augsburg-Mainz 0 zu 0, Bremen-Frankfurt 0 zu 1, Schalke gewinnt gegen Bielefeld 1 zu 0 und Düsseldorf gewinnt gegen Union Berlin mit 1 zu 0. Ja, und wir natürlich 4 zu 0. Ne? Also Dortmund und wir schießen schon unsere Dinger hier. Ne? Dortmund jetzt schon 42 Treffer erzielt, 16 Gegentore bekommen. Ja, immer wenn weiterhin drei Zähler vor uns. Bester Spieler immer noch Haaland mit 10 Toren aktuell. Die Stimmen. Wir haben uns nun Negativstress auffuktroyiert. Gott. Okay. Gibt, glaube ich, nicht viel zu sagen, ne? Gut, Freunde. Gehen wir weiter. 4-0 gegen Stuttgart auf jeden Fall stark. Jetzt wartet Gladbach auf uns im nächsten Spiel zu Hause. Oliver Kahn ist zufrieden soweit. Das wollen wir natürlich zurückzahlen, dieses Vertrauen, ne? Oh, Sané fällt aus mit der Gehirnerschütterung. Gladbach aktuell Tabellenfünfter, eigentlich gar nicht so schlecht drauf. Sané. 5 Tage fällt er aus. Gerade jetzt. Aber gut, da kommt Martinelli natürlich rein. Auch wieder eine nächste Chance, sich nochmal zu zeigen. Wird noch einige dieser Chancen, oder was heißt Chancen, ne? Er hat es ja schon bewiesen, dass er einfach ein mega Spieler ist, ne? Da brauchen wir nicht wieder drauf eingehen. So. Also, wir bringen natürlich wieder Sabitzer auf links. Und Kimmich wird auch wieder reinkommen. So, die Innenverteidigung. Da wird definitiv Hernandez und Upamecano wieder spielen. Thomas Müller wird jetzt mal von Anfang an auflaufen. Muss ja einfach mal eine Pause geben. Gnabry, ja, lasse ich auch nochmal von Anfang an spielen. Und Waldschmidt nehmen wir für Vidovic mit. Dann passt das. So, ein paar Vereine haben Interesse an mir, aber ich habe kein Interesse zu gehen. Aktuell jedenfalls noch nicht. So, Pokal-Halbfinale gegen Gladbach. Wurde gelost, zweite Mannschaft. Gar nicht mal so einfach, ne? 32 Punkte in der Liga. Haben sie hier schon gegen Gladbach gespielt? Ach ne. Spielen die überhaupt? Nö. Okay, Scout. Ach so. Keine Aufgabe zugewiesen. Jugendscouts. Jugendscouts ist immer gut. So, okay. Dann hauen wir mal rein. Das nächste Spiel gegen Gladbach auswärts am 14. Spieltag, Freunde. Natürlich machen wir das jetzt auch im Videotextmodus. Wir haben jetzt erstmal ein paar Spiele, die wir im Videotextmodus machen. Auch das Spiel gegen Porto in der Champions League. Da wir da sowieso durch sind, brauchen wir das nicht unbedingt noch im 3D-Modus machen. Ne? Okay. 1-0 Lewandowski trifft auch endlich mal wieder. Embolo macht das 1-1 in der 17. Minute. Direkt den Ausgleich. Lewandowski hat ja schon länger nicht mehr getroffen. Ne? Freut mich umso mehr, dass er mal wieder trifft. So. Keine Auswechslung. Aber jetzt. So, was machen wir jetzt? Wir bringen Musiala nochmal für ein bisschen frischen Wind. Wir bringen Coman auf rechts, weil über Gnabry einfach momentan gar nichts läuft. Das ist ein bisschen traurig. Und Waldschmidt bringen wir rein. Einfach für ein bisschen mehr Dampf da vorne. Ja, mehr können wir nicht machen. Und Gladbach macht das 2-1. Und Waldschmidt macht den Ausgleich. Und das bleibt beim 2-2. Oha, jetzt haben wir natürlich
den Anschluss verloren, denn Borussia Dortmund hat auch wieder gewonnen und zwar 3 zu 0 gegen Bayer 04 Leverkusen. Dieses Unentschieden ist schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Gladbach hat sich da ein bisschen belohnt, hat einen Punkt mitgenommen, rutscht wieder hoch auf Platz 4. Ja, für uns ist es nicht so toll. Ich hätte mir gerne einen Dreier gewünscht. So sieht es dann aus. Hoffenheim 0-2 gegen Düsseldorf. Dortmund gewinnt 3-0 gegen Leverkusen. Auch stark wieder, ne? Frankfurt 2-1 gegen Bielefeld. Köln 2-1 gegen Augsburg. Union Berlin 1-2 gegen den VfL. Hertha 0-2 gegen Leipzig. Leipzig gewinnt auch fleißig. Ein nach den anderen. Schalke Mainz unentschieden. Stuttgart 1-0 gegen Bremen. Ja, wir müssen aufpassen. Ne? Wir müssen aufpassen. Wir dürfen den Anschluss da an Dortmund nicht verlieren. Nicht verlieren. Ja, noch 3 Spiele bis zur Hinrundenpause sozusagen. Ich bin natürlich nicht zufrieden, wenn man ein Heimspiel nicht gewinnt. In der ersten Halbzeit haben wir es versäumt, das Spiel für uns zu entscheiden. Wir hatten 45 Minuten das Spiel im Griff. Trotz unserer totalen Überlegenheit haben wir aber unsere guten Möglichkeiten nicht genutzt. Wir hätten das Spiel tot machen müssen. Der Gegner konnte in der ersten Halbzeit überhaupt nicht am Spiel teilnehmen. Aber wer solche Chancen auslässt, der braucht sich nicht wundern, dass er nur mit einem Punkt nach Hause geht. Leider ja, so ist es wirklich auch. Wir sind ja auch dann in Rückstand geraten, haben gerade noch das 2-2 erzielt. War schon ein bisschen Glück für uns, ne? Thomas Müller, bester Mann. Von unserer Seite hat leider kein Tor erzielt, trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht. Lewandowski mal wieder getroffen, Waldschmidt auch getroffen nach seiner Einwechslung. Waldschmidt wird auf jeden Fall im nächsten Spiel dann auch mal seine Chance von Anfang an bekommen. So, Thorm Rhein ist verletzt, da müssen wir mal reingehen. Bayern 2 spielt 1 zu 1 gegen Osnabrück. Jupp. So, Goretzka ist wieder fit. Das ist auf jeden Fall super. Sané weitere 5 Tage. Rein fällt für 3 Wochen aus. Kann man eben auch was sagen. Hast du die Saison sehr verbessert? Verliert 20 Moralpunkte, Alter. Hä? Wieso das denn, ey? Idiot. Na gut. Baku ist rot gesperrt. So, nächstes Spiel ist in der Champions League dann gegen den FC Porto, wie schon gesagt. Baku fehlt rot gesperrt, okay. Rechtsverteidiger, da wird dann Pavard spielen. Weil Kimmich gefällt mir einfach da besser. Also, er hat natürlich auf rechts auch immer gute Spiele gemacht. Aber ich finde ihn einfach zentral besser, weil er ist der Passgeber, er ist so dieser Spielmacher-Typ. Ne? So wie ein Schweinsteiger damals. Genau. Pavard wird dann auf rechts gehen. Und Waldschmidt bekommt jetzt die Chance in der Champions League von Anfang an. Davis bekommt eine Pause. Da können wir auch ein bisschen rotieren jetzt. Sabitzer, Scott rein. Coman auf rechts. So, Sané ist noch verletzt. Das passt. Und Musiala lassen wir nochmal. Da können wir Goretzka nochmal mitnehmen. So würde ich in das Spiel reingehen. Wir schauen nochmal auf die Spielergespräche, ob wir noch welche führen können. Und dann war es das erstmal mit der Folge hier, Freunde. So. Thomas Müller. Genau. So, dann haben wir das Spiel am 7.12. Das heißt, wir haben noch 3 Tage.
Können wir noch mal ein bisschen weitergehen? Ich überlege gerade, ob wir das nicht doch im 3D-Modus noch machen. Wir schauen noch mal gleich auf unsere nächsten Spiele. Weil ich will jetzt auch nicht alles im Videotextmodus spielen. Porto ist jetzt, glaube ich, der nächstgrößte Gegner, den wir vor der Brust haben. Auch in der Liga kommt dann erstmal ein, zwei Spiele nichts. Hertha, Köln. Ja, und dann Leipzig. Also Leipzig wäre das nächste Spiel, was wir im 3D-Modus machen würden. Dann kommt Frankfurt. Könnte man auch mal. Aber die kommen ja nacheinander, ne? Bremen dann auf jeden Fall. Dann Dortmund. Also das wären dann 1, 2, 3. Drei Spiele noch, die wir jetzt im Videotextmodus machen. Naja, gucken wir mal. Ich überlege mir das nochmal. Dann werden wir es ja sehen. So, jetzt hat sich Kimmich auch noch verletzt. Ein Sehnenriss. Oh nein. Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. 16 Wochen fällt er aus. Das kann doch nicht wahr sein. Und der hatte schon so eine krasse Verletzung mit seinem Schädelbruch, ne, wo er 6 Monate ausgefallen ist. Gerade jetzt, wo wir ihn brauchen. Scheiße. Scheiße. Tolisso rein. Goretzka würde ich ungern schon von Anfang an bringen. Na gut, Freunde. Dann machen wir erstmal hier Feierabend an dieser Stelle. Lasst mir wieder was da. Einen Daumen nach oben natürlich. Abonniert den Channel und bis zum nächsten Mal, weil ich sage ich einfach mal. Dauert nicht lange. Dann hören wir uns wieder. Lasst es euch gut gehen, ne? Macht's gut. Ciao, ciao.